Willkommen zu Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour. Ein kurzes angespielt, beziehungsweise auch ein kleines Infovideo. Test, Kaufempfehlung, pipapo. Denn eigentlich ist Duke Nukem 3D ja schon 20 Jahre alt. Deswegen 20th Anniversary, 20-jähriges Jubiläum. Hat Gearbox hier dieses Spiel am 12. Oktober bei Steam veröffentlicht oder weltweit veröffentlicht, was weiß ich, überall halt. Bei Steam kann man es auch kaufen. Ich habe es mir bei Steam geholt für 20 Euro. Und ich möchte hier eigentlich so beleuchten, lohnt sich das für 20 Euro? Wer Duke Nukem kennt und wer Duke Nukem gespielt hat und es wieder spielen möchte, wer ein großer Fan davon ist, sage ich auf jeden Fall ja, es lohnt sich. Es ist klassisch gehalten, nichts großartig Neues. Zeig jetzt einfach mal kurz so hier erstmal in die Optionen rein, was sich da so verändert hat. Es wurde einfach auf die heutigen Systeme gebracht. Das ist jetzt hier mit Windows 10 und allem einfach installieren und zack, es läuft. Die Grafik wurde natürlich hier alles auf UHD und den ganzen Quatsch. Ich habe leider noch kein UHD, ist aber in Arbeit. Selbst das Sound und alles wurde klassisch gehalten auf dieses Oldschool. Es ist eigentlich im Prinzip ist das Spiel original geblieben. Multiplayer gibt's noch und dann hier haben wir noch die Workshop-Karten von Steam. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und es gibt eine neue Episode, Außerirdische Weltordnung. So, und da komme ich jetzt an den Punkt. Jetzt nur diese Steam, dieser Steam-Workshop und diese Außerirdische Weltordnung und diese leicht bessere Grafik und pipapo. Ist meiner Meinung nach keine 20 Euro wert. Das ist ein bisschen heftig für ein 20 Jahre altes Spiel. 20 Euro. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wer das Original bei sich noch zu Hause rumfahren hat, dass der das auch zum Laufen kriegt unter Windows 10. Bin ich mir 100% sicher. Und dafür dann Mods installiert, dann sieht das Ding im Prinzip gleich oder sogar noch besser aus. Aber das muss man mögen. Und ich mag dieses Klassische hier. Ich starte jetzt einfach mal Chaos in L.A. Come get some. Ich mag dieses Klassische hier. Okay, ein Feature habe ich jetzt vergessen, diese 20 Euro mit reinzurechnen. Das zeige ich euch gleich, dieses Feature. So sieht das jetzt aus. Ich schalte mal jetzt hier direkt um auf das Alte. Das ist nämlich möglich. So sah es 1996 aus. Man konnte 1996 auch nach unten und oben sehen, aber hier seht ihr jetzt schon, was passiert. Der Hintergrund ist statisch beim Hoch- und Runtersehen. Das sieht natürlich so bescheuert aus. Und auch hier, Moment, das müssen wir kurz sprengen. Alter, nein. Ich kann hier jetzt nach unten gucken, so richtig nach unten gucken. Schalte ich jetzt aber die Render-Modus um. Wow, what? Da geht es nicht wirklich. Also, das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber dem Original. Ein paar Gegnerchen killen, also jetzt mal ganz kurz ein bisschen Gameplay seht und dann erzähle ich noch ein bisschen weiter. Ich bin ein Kind von Duke Nukem. Au. Deswegen kenne ich das so gut. Zerverrissen. So. Da ist jetzt da noch einer drin. So. Ein bisschen Munition wieder einsammeln. Dann holen wir uns. Den da kurz. Das Schweinchen hier noch. Die leben wieder. Und jetzt gehen wir nach da hinten und holen das nächsten. Das heißt Secret, aber holen wir uns noch das hier. Okay. Und was hier auch noch zu sagen ist, ihr seht es hier, da ist ziemlich dunkel. Render-Modus ändern. Zack, alles hell. Es gibt also hier deutliche Unterschiede mit der Beleuchtung. Und von daher, also für Veteranen lohnt es sich auf jeden Fall, weil es doch auch nochmal ein bisschen die Atmosphäre steigert. Auf den Levels, wo es richtig dunkel ist, sieht man dann halt einfach gar nichts mehr. Und das macht es spannender, finde ich. Und mir macht es richtig Spaß, muss ich sagen.
Aber kommen wir jetzt nochmal zurück zu diesen 20 Euro. Jetzt zeige ich euch mal erstmal noch kurz hier. Oh. Ja, ich bin gestorben. Haha. Zurückspulfunktion. Das ist neu. Die Zurückspulfunktion, da kann ich wirklich bis ganz zum Anfang zurückspulen in jedem Level. Ist natürlich ein Riesenvorteil. So, dann geht's hier einfach weiter. Und ich habe wieder meine Munition. Keine Verluste, gar nichts. Das ist schon cool. Das ist schon ziemlich cool. Also das gefällt mir auch, das Feature. Aber, okay. Wer jetzt das Original hat, kann das ganze Spiel natürlich mit Modifikationen vollpacken, die Grafik dementsprechend verändern. Auch mit Maus und sowas. Und es gibt, glaube ich, auch dementsprechende Ports. Ich bin mir nicht ganz sicher. Man braucht das Grundspiel und dann wird quasi eine Engine drüber gestülpt, sozusagen. Und wo dann alles... Müsst ihr im Internet ein bisschen rumgoogeln. Und ich meine... Dann sieht es sogar besser wie jetzt hier aus. Ich meine, hier könnte man auch die ganzen Texturen ersetzen und dass es schärfer aussieht, das würde alles gehen. Dann wäre das hier auch nochmal was anderes. Aber ich mag dieses Klassische einfach. Ich meine, die Texturen sind schon schärfer. Zumindest ein bisschen. Und, also, ich meine... Das hat diesen alten Charme einfach und mir gefällt das. Aber die 20 Euro sind, finde ich, trotzdem irgendwo nicht wert. Denn mir fehlen noch die Add-ons. Die sind leider nicht mit enthalten. Das ärgert mich persönlich schon ziemlich. Ich habe mir gewünscht, dass die auch mit dabei sind. Sind sie leider nicht. Das finde ich für 20 Euro ein bisschen unverschämt. Wenn die noch mit dabei wären, das wirklich Komplettpaket mit allem Duke Nukem, was es gab von 3D, dann wäre ich komplett zufrieden. Dann würde ich, okay, 20 Euro, klasse Ding. Holt es, da habt ihr stundenlang Spaß damit. Genial. Aber ansonsten, das hat sich ja kaum verändert. Die Lichteffekte halt, ganz starke Lichteffekte. Naja. Okay, gut. Ich höre jetzt auf zu plaudern. Ich meine, ihr habt das auch im Spiel ein bisschen gesehen. Das geht jetzt so die ganze Zeit weiter. Also, das ist ein Klassiker. Ich meine, es geht ein bisschen, ich sag jetzt mal, zerstörbare Umgebung. Nenne ich das jetzt mal spontan. Staubt. Das sind aber, der ist ganz flach. Das sind, also, die Gegner sind keine 3D-Modelle, das sind Sprites. Das sind immer noch Sprites. Da ändert sich nichts. Also gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Das war ein kurzes Angespielt bzw. Infovideo zu Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, wenn es denn so ist. Ein Kommentar. Wenn euch irgendwas interessiert, versuche ich euch zu helfen, das zu beantworten. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Ciao, Leute!